Wir schließen heute die Unit der Effektivitätsevaluierung für maschinelle Lernverfahren ab. Und ich möchte aber nochmal ganz kurz zur Wiederauffrischung dessen, was wir beim letzten Mal im zweiten Teil der Vorlesung gehört haben, nochmal vorne einsteigen. Das geht jetzt aber leicht schneller als beim letzten Mal. Nochmal zur Erinnerung, der Wunsch ist, bei der Effektivitätsevaluierung, dass wir den wahren Fehler der Modellfunktion, die wir erlernt haben, ermitteln. Der wahre Fehler ist definiert als, ich springe ein bisschen, ist definiert als ist der Anteil der Fehlklassifikation an allen Objekten, die Teil unserer Trainingsmenge sind. Oder auch der Anteil der Fehlklassifikation an allen Objekten, die mithilfe der Modellbildungsfunktion in den Feature-Raum abgebildet und mithilfe der Modellfunktion klassifiziert werden. Den wahren Fehler können wir nicht exakt bestimmen, es sei denn, wir haben ein sehr pathologisches Lernbeispiel, bei dem die Anzahl der Objekte sehr klein ist oder die Abbildung perfekt ist. Das haben wir hier auch nochmal gesehen. Es gibt verschiedene Fehler, die wir nicht behandeln können. Darauf gehe ich jetzt aber nicht nochmal tiefer ein. Wir haben uns, um die Schätzung zu ermöglichen, dann eine probabilistische Definition des wahren Fehlers angeschaut und dafür zwei Zufallsvariablen eingeführt, nämlich die Zufallsvariable x, die Beispiele, die hier in einen Ereignisraum Omega eingebettet sind, der aber im Endeffekt den Objekten O entspricht, abbildet auf den Feature-Raum und eine Zufallsvariable C, die Beispiele abbildet auf Klassen. X modelliert steht im Prinzip für die Modellbildungsfunktion und C für den menschlichen Klassifikator oder die Klassifikatorin, die uns eine Einschätzung darüber geben, ob ein Objekt zu einer Klasse gehört oder nicht. Wir können, wenn wir diese Abbildung hier probabilistisch interpretieren, eine Reihe von Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Nämlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Objekt auf einen bestimmten Feature-Vektor x abgebildet wird. Wir können die Wahrscheinlichkeit berechnen dafür, dass ein Objekt einer Klasse zugewiesen wird. Wir können die gemeinsame Wahrscheinlichkeit für ein Pärchen von Objekt oder in dem Fall Feature-Vektor und Klasse berechnen und wir können abhängige Wahrscheinlichkeiten berechnen. Und das ziehen wir jetzt im Rest dieser Einheit heran, um Schätzungen durchzuführen, die statistisch motiviert sind, die aber letztendlich auf ganz einfache Verfahren des Experimentierens zurückgeführt werden. Hier dann nochmal die Definition des wahren Fehlers in probabilistischer Form. Wir nehmen das kartesische Produkt aus allen Feature-Vektoren und den Klassenzuordnungen und bestimmen die gemeinsame Wahrscheinlichkeit für jedes dieser Pärchen und haben dann die Indikatorfunktion i, die uns sagt, ob die Modellfunktion y denn auch tatsächlich die richtige Klasse vorhersagt oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt sie eine 1 zurück. Und wenn das der Fall ist, gibt sie eine 0 zurück. Das heißt, wenn die Modellfunktion richtig klassifiziert, dann geht diese gemeinsame Wahrscheinlichkeit nicht in die Summe ein. Und wir messen im Prinzip dasselbe wie vorher. Das Ganze, weil die probabilistische Grundlage jedoch recht anspruchsvoll ist, hier nochmal ein bisschen illustriert und dann damit auch die zusammenhängenden Probleme, die damit einhergehen. Hier nochmal unten zur Erinnerung der wahre Fehler in probabilistischer Natur und das Ganze dann illustriert insbesondere die gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten, die dort einfließt in diese Fehlerfunktion. Wir haben, wie gesagt, Klassen und wir haben Beispiele, die in irgendeiner Weise klassifiziert werden wollen oder Objekte der realen Welt. Und die gemeinsame Wahrscheinlichkeit ist dann hier visualisiert in diesem Karree als
Farbschattierungen, je dunkler eine Farbe ist, umso größer soll die Wahrscheinlichkeit sein. Das heißt, wenn ich mir X1 anschaue und hier die Klasse C2, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer als zum Beispiel diese Zuordnung hier, aber kleiner als diese Zuordnung. Das heißt, dieses gemeinsame Ereignis hier, das tritt häufiger auf als hier und weniger häufig als hier. In der Realität haben wir aber ein Problem, nämlich dass diese eindeutigen Zuordnungen, wie sie hier zu sehen sind, von jedem Objekt zu jeder Klasse nicht unbedingt immer gegeben sind. Sondern wir haben Fehlerquellen. Fehlerquellen sind insbesondere der Mensch, der die Modellierung vornimmt, oder der Mensch, der die Klassifikation vornimmt. Wenn wir uns ein Beispiel herausgreifen, kann es in der Realität so aussehen, dass wir zwar eine häufigste Zuordnung haben, aber es auch verschiedene Meinungen gibt oder verschiedene Fehlerquellen, die dazu führen, dass eine andere Zuordnung stattgefunden hat. Und die sind natürlich auch so in unseren gesampelten Beispielen repräsentiert. Das gilt letztendlich für die gesamten Beispiele, die wir aufsammeln. Und wir müssen mit dieser deutlich schmutzigeren Situation leben und unsere Modellfunktion und das Lernverfahren robust gegenüber ihnen machen. Was ich Ihnen beim letzten Mal gezeigt habe, ist ein Weg, immer die optimale Entscheidung für die gegebenen Daten, für die gegebene Situation zu treffen. Und das wäre in dem Fall, einen Base-Klassifizierer zu verwenden, der immer versucht, die Zuordnung zu machen, gegeben die Beispiele, die die höchste Wahrscheinlichkeit in den Beispielen hat. Hier X1 auf C1, obwohl es noch andere mögliche Zuordnungen hier gibt. Oder X2 auf CK, obwohl es noch andere Möglichkeiten gibt. Und so weiter und so fort. Und auf diese Weise könnte man mit dem Base-Klassifizierer, der diese Optimierung vornimmt, die bestmögliche Entscheidung treffen. Das heißt, die Entscheidung, die den Fehler minimiert. Deswegen nennen wir diesen Base-Klassifizierer hier auch Y-Stern. Das ist das Beste, was Sie tun können. Ja? Frage? Diese Fehlerquelle, dieses Label-Noise, ja, genau. Wenn ein Mensch das macht, kann der Mensch auch mal einen Fehler machen. Okay, weil ich wollte jetzt halt fragen, wie dieses Label-Noise so entstehen kann. Ja, genau, richtig. Das ist dann hier, Entschuldigung, ich gehe nochmal zurück. Wie entsteht das Label-Noise? Das wird, Augenblick, es steht auf einer der Folien hier. Haben wir es vorher diskutiert? Bin mir nicht sicher. Nee. Ich habe es hier doch gelesen. Ja, Reasons for non-dynamic class assignment include incomplete feature set. Also das bedeutet, es kann sein, dass Sie in Ihrer Modellfunktion nicht alle nötigen Features abgebildet haben, die notwendig sind. Es kann sein, dass es Zufallsfehler bei der Messung gibt. Es ist ja nicht immer so, dass wir exakt Wörter zählen, wie in der Sprachverarbeitung oder sowas in der Richtung. Es kann sein, dass Sie irgendeine Pflanze haben und dann die Größe messen und dann, naja gut, jemand hält mal das Lineal ganz unten an, jemand hält es halt ein paar Millimeter weiter oben an, Messfehler. Es kann sein, dass die Menschen einfach eine Fehleinschätzung abgeben und nicht genau hingucken, sind halt müde, ne? Und sowas in der Richtung. Das passiert alles und ständig und Sie können es so gut, wie Sie wollen, kontrollieren, aber es wird immer Fehlerquellen geben. Das sind Quellen für Rauschen. Das ist in der Naturwissenschaft gang und gäbe. Wenn Sie irgendwelche Messungen in der realen Welt durchführen, dann sind die immer fehlerbehaftet. Und es gibt Fehler, die sind systematischer Natur, die können Sie beheben, indem Sie die Modellfunktion in diesem Fall ändern oder bessere Menschen einstellen, die besser, die disziplinierter sind oder sowas in der Richtung, oder mehr Menschen holen und dann wieder mehr Statistik betreiben, um eine Gemeinschaftsentscheidung zu treffen oder. Das heißt, das sind behebbare Fehler, systematische Fehler, und es gibt Zufallsfehler, die einfach dadurch entstehen, dass es Messungenauigkeiten in den Instrumenten gibt, die Sie verwenden. Das ist in der Naturwissenschaft gang und gäbe und letztendlich sehen wir hier ganz genauso. Genau, also, wenn Sie allerdings die optimale Entscheidung treffen wollten, dann nehmen Sie einen Base-Klassifizierer. Der trifft immer der macht immer die Klassenzuordnung, die wahrscheinlichste ist in den Daten, die Sie gesammelt haben, so wie es hier zu sehen ist. Wir sind wieder bei der Situation von vorher, gefühlt.
das ist die optimale Entscheidung, die bezüglich der Daten getroffen werden kann. Eine bessere Entscheidung, die also einen geringeren Fehler aufweist, kann man nicht treffen. Aber, wie Sie hier sehen, werden ja dann trotzdem, naja, beziehungsweise umgekehrt, es kann ja nun sein, dass hier trotzdem eine Falschzuordnung geschieht. Beziehungsweise andere Objekte könnten auch falsch zugeordnet werden weiterhin. Und es kann ja durchaus sein, das haben wir eben gesehen, dass es gewisse Fehler gibt, die dadurch entstehen, dass Objekte, die zwar gleich aussehen, eigentlich zu unterschiedlichen Klassen gehören. Diesen Fehler können Sie nicht unterschreiten. Den können Sie nur unterschreiten, wenn Sie zurückgehen zur Modellbildungsfunktion. Da werden Sie Ihre Modellierung komplett wiederholen und sagen, nein, ich möchte, dass dieser Fehler nicht passiert. Deswegen nennen wir dies hier den Base-Fehler. Das ist der Fehler, der minimal wird bezüglich der Daten. Er hängt auch dann in dem Fall nicht mehr von der Modellfunktion ab, sondern von der Modellfunktion selber ab, sondern einfach nur von den gegebenen, von der gegebenen Modellierungssituation und der Klassenzuordnung. Diesen Fehler können Sie nicht unterschreiten. Die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten, die wir gesehen haben, die gemeinsame Wahrscheinlichkeit haben wir jetzt ein paar Mal gesehen, aber es gibt noch ein paar andere, die auch schon vorher aufgetreten sind. Das sind hier die Randverteilungen, die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten irgendeines Feature-Vektors x1, die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten irgendeiner Klasse, die sich entsprechend aus den Summen hier jeweils ergeben, die abhängige Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der Klasse C hier in Abhängigkeit vom vierten Beispiel beziehungsweise vom Feature-Vektor, vom vierten Feature-Vektor. Dasselbe, eine abhängige Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von X gegeben, die Klasse 5 liegt vor. Und auf diese Weise können wir eine ganze Menge Informationen aus unseren Daten herausziehen. Das nochmal zur Illustration dieser verschiedenen Wahrscheinlichkeiten und wie sie miteinander in Beziehung stehen. All das ist auch auf den Bemerkungsfolien nochmal ganz deutlich nachvollzogen. Und Sie können, wir werden auch nochmal die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn wir uns den Base-Klassifizierer anschauen, nochmal wiederholen. Dann können Sie hier auch nochmal reinschauen, um sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Vielleicht nochmal hier ein bisschen der Zusammenhang der probabilistischen Sicht auf die Fehlermessung und dem Regressionssetting, mit dem wir uns ja hauptsächlich auseinandersetzen. Und da vielleicht dann auch nochmal die Anlehnung an die beiden verschiedenen Sichtweisen, der diskriminativen Sicht hier und der generativen Sicht, die annimmt, dass die verschiedenen Beispiele von Wahrscheinlichkeitsverteilungen erzeugt werden, so wie wir es eben gesehen haben bei den Illustrationen. Es gibt häufigere Feature-Kombinationen und weniger häufige Feature-Kombinationen. Demzufolge auch mehr Beispiele der realen Welt, die eher hier abgebildet werden als hier. Das heißt, diese Klasse hier, diese Klasse C1, ist eine Verteilung in diesem Feature-Raum. Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Genauso wie die Klasse C2 hier auch. Und das ist hier durch die Schattierung ein bisschen dargestellt. Nichtsdestotrotz, wir tun mal so, als wäre dieses Beispiel hier in der diskriminativen Fall genauso wichtig wie jenes Beispiel und ziehen einfach eine Linie zwischen. Hier zwischen gibt es genug Platz, um Linien zu ziehen. Die Klassen lassen sich augenscheinlich gemäß dieser Beispiele perfekt trennen. Sie sind linear separierbar. Es reicht sogar eine gerade Linie. Wir müssen keine komplexen Modellfunktionen annehmen. Das heißt, die lineare Regression würde hier perfekt funktionieren. Probabilistisch interpretiert sieht das Ganze dann so aus. Wir sehen jetzt hier die beiden Klassen und ihre jeweiligen Wahrscheinlichkeiten in diesem Raum und an der Randverteilung hier die Wahrscheinlichkeiten des Auftretens der jeweiligen X hier. Hier stehen ein paar Plusse, hier ein paar Minusse und Sie sehen jetzt anhand dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung hier an den Rändern, wie häufig die jeweiligen Plusse und Minusse auftreten. Und diese perfekte Separierbarkeit äußert sich auch hier, denn ich muss diese Linie einfach nur hier abbilden. Ich kann das auch nochmal visualisieren, diese Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie sie hier in diesem Raum quasi, wenn man einen Querschnitt zöge, liegt. Das ist dann einerseits hier diese Wahrscheinlichkeitsverteilung, hier diese Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Klasse C1, hier für C2. Und diese Linie hier hat ihre Entsprechung, indem ich hier einfach die Grenze ziehe. Ja, so. Und auch da eine perfekte Separierbarkeit. In der Realität
sieht die Welt manchmal ein bisschen anders aus. Da sind diese Mengen hier nicht perfekt separierbar. Aber um den Base Error nochmal klar zu machen, das ist die beste Entscheidung, die ich treffen kann. Das heißt, ich versuche, wenn die beiden Verteilungen näher übereinander sind, wenn sie sich überlappen, die Linie zu wählen, die möglichst im Tal der beiden Verteilungen liegt. Wenn ich abhängige Wahrscheinlichkeiten betrachte bezüglich der Klasse, dann normalisiere ich letztendlich nur diese beiden Verteilungen hier und sorge dafür, dass sie beide eine Fläche von 1 einnehmen. Wie gesagt, das sind erstmal nur Illustrationen, damit Sie mit den Formalia, was anfangen können, damit Sie eine Idee davon haben, was dahinter steckt. Wir werden hier nicht viel mehr in die Tiefe gehen in der Folge, sondern wir schauen uns jetzt tatsächlich das eigentliche Experimentieren an, das hier stattfindet. Sie haben gesehen, dass der wahre Fehler unzugreifbar ist. Wir haben Fehlerquellen und wir müssen in irgendeiner Weise diesen wahren Fehler aber möglichst minimieren. Wir brauchen eine Modellfunktion, die das macht. Und es ist jetzt jemand zu Ihnen gekommen und hat für eine gegebene Datenmenge und ein Y vorgeschlagen. Dieses Y, das ist ziemlich gut. Und Sie haben jetzt die Aufgabe festzustellen, ob diese Modellfunktion tatsächlich gut ist oder nicht. Und dafür müssen Sie folgende Frage beantworten. Sie müssen den wahren Fehler, Sie müssen irgendwelche Aussage über den wahren Fehler treffen, beziehungsweise Sie müssen, da Sie ihn nicht exakt ermitteln können, annähern. Gegeben sind, wie gesagt, die Daten, die Beispieldaten D und die darauf trainierte Modellfunktion. Wir brauchen also ein Experiment. Wir müssen mit Y experimentieren oder der Pärchen von Y und den Daten. Es gibt jetzt eine Reihe von Schätzmethoden, experimentellen Schätzmethoden, die dazu dienen, den wahren Fehler zu schätzen. Der wahre Fehler, wie gesagt, hier nicht wirklich zugreifbar. Aber wir können uns andere Schätze angucken, die ihn unterschätzen oder mit Pech auch überschätzen. Es gibt derer drei, die wir uns anschauen können. Das ist der Trainingsfehler, der Holdout-Fehler und in der Mitte dazwischen als Variante der Kreuzvalidierungsfehler. Wir gehen jetzt auf diese Maße gleich nochmal ein. Sie sehen hier schon etwas vorab, dass diese Maße verschiedene Eingaben haben. Sie erhalten die Modellfunktion, aber haben als Eingabe hier einen anderen Datensatz, DTR oder DTest. Das sind Teilmengen von D. Die Verhältnisse, die hier dargestellt sind, sollen suggerieren, dass verschiedene Schätzer verschieden gute Schätzungen abgeben bezüglich des wahren Fehlers. Offensichtlich, in dieser Anordnung, ist der Holdout-Fehler näher am wahren Fehler dran als der Trainingsfehler. Der Kreuzvalidierungsfehler liegt ungefähr dazwischen und an dieser Stelle muss man ganz klar sagen, dass diese Ordnung hier auch eher nur eine Schätzung ist, denn es kann durchaus sein, dass in pathologischen Situationen man zwar den Holdout-Fehler oder den Kreuzvalidierungsfehler messen kann, sie aber am Ende den wahren Fehler überschätzen, statt zu unterschätzen. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit dafür. Das heißt, wenn Sie einen dieser Schätzer verwenden, um festzustellen, ob Y gut funktioniert oder nicht, dann kann es sein, dass Sie die Qualität von Y zu gut einschätzen. Der wahrscheinliche Fall ist aber, dass der wahre Fehler unterschätzt wird. Wie kann ich nun die Schätzung möglichst gut machen? Nun, ein ganz einfacher Weg ist, mehr Daten besorgen. Die Schätzer werden besser, je mehr Daten sie haben, umso näher kommt man an den wahren Fehler heran. Man wird natürlich nie die vielleicht unendlich große Menge an realen Beispielen annähern können mit den Beispieldaten, die man sammelt, bei denen man Menschen fragt, sie doch zu klassifizieren. Aber es macht schon einen Unterschied, ob man 100 Beispiele hat oder 1000 oder 10.000 oder 100.000.
die verschiedenen Schätzer sind, es gibt jetzt nicht einen guten sozusagen und einen schlechten in dem Sinne, man guckt sich dann doch eine ganze Menge davon an, also zumindest zwei davon, insbesondere wenn man feststellen möchte, ob die Modellfunktion ein Phänomen aufweist, das Overfitting heißt. Overfitting, salopp gesagt, bedeutet, die Modellfunktion lernt die Trainingsdaten auswendig. Ist super gut auf den Trainingsdaten und ansonsten sehr schlecht auf allem anderen. Das ist nicht das Ziel des Trainierens einer Modellfunktion im maschinellen Lernen, sondern wir wollen natürlich eine Modellfunktion, die generalisiert. Das bedeutet, sie soll natürlich auf den Trainingsdaten gut funktionieren, aber sie soll auch auf allen ungesehenen Daten in Zukunft gut funktionieren, denn schließlich ist der einzige Grund, eine Modellfunktion zu trainieren, damit man später Ungesehenes möglichst unüberwacht klassifizieren kann. Die Differenz zwischen dem Trainingsfehler und dem Holdout-Fehler sagt uns etwas darüber aus, wie stark das Overfitting vorliegt. Das ist jetzt erstmal nur der Überblick halber. Sie müssen jetzt noch nicht wissen, wie das alles funktioniert. Das kommt jetzt im Detail. Hier auf der Bemerkungsfolie dann nochmal die Parameter exakt erklärt, aber wir gehen da jetzt auch noch einmal durch. Fangen wir an mit dem Trainingsfehler. Ausgangspunkt bei der Berechnung des Trainingsfehlers ist die Modellfunktion y, die auf dem gesamten Datensatz d trainiert wurde. Und der Trainingsfehler selbst ist dann einfach die Zahl der Fehlklassifikationen, die auf diesem Datensatz stattgefunden haben. Hier ist der Datensatz DTR für Training entspricht dem Originaldatensatz. Wir haben also sämtliche Daten, die uns zur Verfügung stehen, herangezogen, um herauszufinden, wie gut die Modellfunktion denn die Trainingsdaten annähert, erklärt. Nochmal zur Klarstellung, dieses D ist auch exakt, sind auch exakt die Beispieldaten, auf denen die Modellfunktion trainiert wurde. Das heißt, die Modellfunktion wurde optimiert, um die Klassifikation der Beispieldaten möglichst gut vorzunehmen. Und jetzt stellen wir fest, wie gut sie das kann. Wir können hier noch nicht wirklich etwas sagen über die Generalisierbarkeit der Modellfunktion. Wir können nur etwas sagen darüber, wie gut sie die Beispiele auswendig gelernt hat. Es gibt einen trivialen Weg, dieses Fehlermaß hier zu minimieren, auf Null zu bringen. Wenn Sie genug Speicherkapazität haben oder d klein genug ist, können Sie auch einfach eine Hash-Tabelle nehmen und werden so immer die Trainingsdaten korrekt klassifizieren. Dann können Sie sich die Modellfunktion sparen. Allerdings generalisiert eine Hash-Tabelle definitiv nicht. Betrachten wir als nächstes den Holdout-Fehler. Ausgangspunkt ist wieder der Klassifizierer Y, der auf allen zur Verfügung stehenden Daten trainiert wurde. Für diesen Klassifizierer wollen wir einschätzen, was der wahre Fehler ist. Dafür nehmen wir den Datensatz D und zerlegen ihn in zwei Teilmengen. Den Trainingsdatensatz, einen Trainingsdatensatz, der kleiner ist als D, eine Teilmenge von D, und einen Testdatensatz, der den Rest von D beinhaltet. Hier ist das alles schön separiert, also sieht so aus, als wäre es eine Reihenfolge oder so, aber man zieht natürlich zufällig. Und in dem Zusammenhang ist es auch nicht unwichtig, dass man darauf achtet, dass insbesondere die Verteilungen, die wir hier vorne gesehen haben, ich gehe nochmal ganz zurück, diese Verteilungen hier, ja, hier, diese Verteilung von Klassenzuordnung, dass sie sowohl in den Trainingsdaten als auch in den Testdaten ungefähr gleich ist. Das heißt, sie müssen repräsentativ samplen, diese beiden Teilmengen. Man achtet auch darauf, dass die Größe der beiden Mengen ungefähr in einer ähnlichen Größenordnung ist. 2 zu 1, 50-50, wenn Sie viele Daten haben. Ja. Wenn es eine extreme Situation ist, kann man auch mal sagen, man macht 9 zu 1, aber das ist schon sehr extrem. Das macht man nur in Situationen, wo man sehr wenige Daten hat.
Denn die Wahrscheinlichkeit ist, je kleiner die Testdaten werden, umso wahrscheinlicher übersehen sie Klassen, die nur sehr selten vorkommen oder bestimmte Beispiele, die nur eine geringe Wahrscheinlichkeit haben. Das heißt, wir nehmen die zur Verfügung stehenden Daten und versuchen mit dem Wissen, das uns zur Verfügung steht, das Beste daraus zu machen, indem wir eine Modellfunktion y' trainieren, die nur auf einer Teilmenge der Daten trainiert wurde. Und diese Modellfunktion wenden wir danach auf die Testdaten an und messen die Missklassifikationsrate, den Missklassifikationsanteil dieser Modellfunktion. Der Fehler, den y' macht auf diesen Trainingsdaten, dient uns als Schätzer für den Fehler, den y, für den wahren Fehler von y, beziehungsweise für den Fehler, den y auf den Testdaten machen würde. Wir können y natürlich auf die Testdaten direkt anwenden, aber das bringt nicht viel, weil y ja auf den Testdaten schon optimiert wurde. Das heißt, wir können nur schätzen, wie y auf ungesehenen Beispielen funktioniert. Ist der Zusammenhang klar? Ja? Also wir modifizieren das y', nachdem wir es auf den Testdaten nochmal laufen gelassen haben? Nein. Nein, wir trainieren auf dieselbe Weise, Entschuldigung, ich muss mal kurz schneuzen. So. Wir trainieren das y' auf dieselbe Weise, wie y trainiert wurde, allerdings auf einer Teilmenge der Daten. Dann wenden wir y' auf diese Testdaten an, messen den Missklassifikationsanteil, den Fehler von y', und nehmen das als Schätzung für den Fehler von y, den es auf ungesehenen Beispielen machen würde. Wir können den wahren Fehler nicht bestimmen und demzufolge wollen wir ihn schätzen. Ja? Nein. Ich habe ja y auf ganz d trainiert. Ja? Korrekt. Genau. Das steht auch auf den Bemerkungsfolien nochmal. Danke, dass Sie das so gesagt haben. Ein häufiger Fehler, den man bemerkt, selbst bei Profis, ist, man ist so sehr darauf eingenordet, man hat Trainingsdaten und man hat Testdaten, sodass die Testdaten, wenn man dann ein System, ein Modell konstruiert hat und das verkaufen möchte, der auf die Welt loslassen möchte, dass man die Testdaten gar nicht benutzt. Man hat sie nur benutzt, um festzustellen, ja, klappt ja gut auf den Trainingsdaten irgendwie. Aber man schmeißt gegebenenfalls, ich habe ja eben gesagt, 2:1 Unterschied oder vielleicht 50-50, man schmeißt vielleicht 50% seines Wissens weg, wenn man nicht, bevor man in Production geht, nochmal einen neuen Klassifikator trainiert, der alle Daten beinhaltet, die man hat. Das ist der beste Klassifikator, den Sie bauen können auf Basis der Daten, unter der Annahme, dass der Holdout-Fehler den Fehler von y unterschätzt. Gehen wir nochmal zurück. Hier, sehen Sie es? Holdout-Fehler ist eine Unterschätzung. Die Unterschätzung kommt daher, dass ich nicht die gesamten Daten, die mir zur Verfügung stehen, heranziehe. Beziehungsweise ich für den wahren Fehler sowieso eine Unterschätzung, weil ich mir nicht alle Daten zur Verfügung stehen und alle Zusammenhänge. Wenn ich jedoch den bestmöglichen Klassifizierer abliefern möchte, dann muss ich alles mir zur Verfügung stehende Wissen heranziehen, denn die Testdaten sind ja nicht irgendwie schlechter als die Trainingsdaten, wenn sie repräsentativ gesampelt wurden. Sie sehen, diesem Experiment liegt reine Statistik zugrunde. Und wie gesagt, diesen Fehler macht man häufig, machen Sie sich das klar. In der Universität, bei Experimenten, die wir machen, machen wir nur das hier. Aber was wir abliefern, ist eine Zahl, die das hier schätzen soll. Den Fehler von diesem Klassifikator. Das wird selten gesagt.
Hier dann nochmal das Prinzip etwas algorithmischer dargestellt. Wir bauen den Klassifikator Y und um ihn einzuschätzen, analysieren wir den Klassifikator Y'. Als erstes trainieren wir auf D, mithilfe zum Beispiel des LMS-Algorithmus, den Klassifikator Y. Als zweites trainieren wir auf einem Sample von D, dem Trainingsdatensatz, den Klassifikator Y' auf dieselbe Weise. Und als drittes führen wir dann einen Test durch, der auf dem herausgehaltenen Testdatensatz, der auf dem beim Training von Y' herausgehaltenen Testdatensatz durchgeführt wird. Aus dem ersten Schritt behalten wir Y und wir können hier unter anderem den Trainingsfehler ausrechnen. Im zweiten Schritt erhalten wir Y' und können den Trainingsfehler für Y' ausrechnen. Und im dritten Schritt erhalten wir Y' und können erhalten wir den Fehler von Y' auf den Testdaten und nehmen das als Schätzung für den Fehler von Y, zum Beispiel auf den Testdaten oder den Fehler von Y im Allgemeinen. Fragen? Ja? Was ist denn ein Fehler, mit dem man zufrieden sein kann? Also welche Größe? Das weiß man nicht. Das kommt aus der Praxis. Ein Fehler, mit dem man zufrieden sein kann, ist ein Fehler, bei dem Ihre Kunden für diese Modellfunktion sagen, ich kann mit den Ergebnissen leben. Selbst wenn, zum Beispiel, nehmen Sie das Beispiel Spam-Klassifikation. Es werden nicht garantiert nur Spam-E-Mails in Ihrem Spam-Ordner liegen. Sie haben auch schon mal eine E-Mail, die Sie erhalten wollten, im Spam-Ordner gefunden. Ich muss ständig reingucken, weil das passiert. Und ich will nichts Wichtiges übersehen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, ich akzeptiere dennoch, dass dieser Fehler gemacht wird, denn in vielleicht 99% der Fälle macht das Ding keinen Fehler. Das heißt, ich kann relativ schnell drüber gehen und kann schon durch einfache visuelle Inspektion der Subject Lines prüfen, ob hier Schrott klassifiziert wurde oder nicht. Aber der Klassifikator macht Fehler. Und es kann auch genauso gut sein, dass man sagt, ist mir egal, dann verliere ich halt meine E-Mail, die wird bestimmt nochmal gesendet. Kann man auch sagen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie hoch die Kosten bezüglich der gemachten Fehler des Klassifikators sind. Anders sieht die Situation vielleicht aus, wenn Sie einen Klassifikator bauen, der Krebs einschätzen soll. Der soll vielleicht weniger Fehler bei Negativeinschätzungen machen, wie es bei den meisten Testverfahren ja auch der Fall ist, zum Beispiel für Brustkrebs. Darauf kommen wir später in der Vorlesung auch nochmal als Beispiel, aber es hängt wirklich ganz klar von der Klassifikationsaufgabe ab, die Sie vorliegen haben, ob Sie mehr oder weniger Probleme mit Fehlern haben. Es gibt auch Klassifikatoren, da sind die Leute glücklich, wenn sie nur 50% der Fälle falsch einschätzen. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen variiert, könnte man sagen. Es kommt dieser dritte Schätzer, den wir noch nicht gesehen haben. Wir haben jetzt zwei einfache Schätzer gesehen und jetzt sieht es ein ganz kleines bisschen komplizierter aus. Man kann eine sogenannte Kreuzvalidierung durchführen. Betrachten Sie im Prinzip diesen Fehler hier als ein Experiment, das man machen kann. Wir haben einmal gesampelt den Trainingsdatensatz und einmal den Testdatensatz gesampelt. Aber man kann ja auch sagen, wir machen das Ganze einfach k-mal und führen das Experiment k-mal durch und nehmen dann den Durchschnitt. Auf diese Weise hat man statistisch die Information, die in diesem Datensatz D drinsteckt und die Varianz der Möglichkeiten, die eine Modellfunktion in der Realität aufweist, ein bisschen besser eingeschätzt oder eingegrenzt. Das heißt, wir splitten jetzt unseren Originaldatensatz mehrfach hintereinander in sogenannte Folds, Abschnitte. Und wir tun das k mal, haben dann k Testdatensätze und der Rest von den K-Folds wird als Trainingsdaten verwendet. Da
das Ganze. Hier ist der erste Fold, der Testdatensatz und der Rest Trainingsdaten. Hier der zweite Fold, Testdatensatz 1 und der Rest ist den Trainingsdaten und so weiter, bis der Karte Fold einmal Testdaten. Ja. Wir trainieren also eine ganze Reihe von Y-Strichs, nämlich K-Stück, und messen jeweils den Fehler. Und der Kreuzvalidierungsfehler, hier ist jetzt abgekürzt, direkt die Schätzung für den Fehler von Y, so wie hier, ist der Durchschnitt der einzelnen Test-Holdout-Testfehler für jedes Splitting. Wir haben also eine Idee davon, was so der Durchschnitt der Fehlerrate ist. Man kann auch die Verteilung analysieren und je größer die Daten sind, umso größer kann man das K wählen, beziehungsweise auch umso kleiner. Insbesondere eignet sich Kreuzvalidierung auch, wenn Sie sehr wenige Daten zur Verfügung haben. Dann kann man ein bisschen mehr aus den Daten herausziehen, als man bei einer großen Datenmenge D erreichen könnte. Das heißt, wenn Sie eine große Datenmenge vorliegen haben, dann können Sie sich das wahrscheinlich auch sparen. Es gibt hier auf den Bemerkungsfolien gibt es noch ein, zwei Varianten davon, ein bisschen ins Extrem getrieben. Das können Sie sich nochmal am Rande durchlesen, aber ja, das nur als Hinweis. So, jetzt haben wir eine weitere Variationssituation, bei der man Fehler messen kann. Ne? Und das führt jetzt zu einem Thema, das heißt Modellselektion. Am Anfang, hier in dieser Situation, hat Ihnen irgendjemand ein Y gegeben und gefragt, wie gut ist denn das jetzt? Und Sie haben dann angefangen, Ihre Experimente zu machen. Aber Sie sind ja häufig selbst in der Situation, dass Sie das Y bauen wollen und die Experimente machen. Und beim Bauen eines Klassifizierers Y haben Sie eine schwierige Entscheidung zu treffen, eine Designentscheidung, nämlich welche Modellfunktion wähle ich denn und wie parametrisiere ich die? Mit Parametrisieren ist jetzt nicht nur gemeint, die Parameter w, den Parametervektor w zu finden, der den Fehler minimiert. Das macht Ihr Lernverfahren für Sie. Da brauchen Sie sich nicht weiter drum kümmern. Aber Sie müssen sich die Hyperparameter angucken, nämlich welches Lernverfahren verwende ich denn? Welche Modellfunktionsgattung verwende ich? Was für Parameter, Hyperparameter hat denn diese Modellfunktion? Zum Beispiel der LMS-Algorithmus hat den Parameter Eta, den man einstellen muss. Ist der global einzustellen, soll er dynamisch sein oder. Und man kommt mit einer ganzen Reihe von Parametern beim Algorithmenbau in Kontakt und häufig nimmt man einfach die Defaults in den Libraries und kümmert sich nicht weiter um die Optimierung, aber wenn Sie wirklich das letzte Jota rausquetschen wollen an Qualität aus Ihrer Modellfunktion, in der Hoffnung, dass der Klassifikator, den Sie erhalten, in der Praxis noch besser funktioniere, dann müssen Sie sich auch um die Optimierung der Hyperparameterbelegung Ihrer Modellfunktion kümmern. Das heißt, wir haben einfach eine ganze Reihe von M Varianten von Modellfunktionen. Kann dieselbe Modellfunktion, also eine lineare Funktion sein, können aber auch sogar verschiedene Modellfunktionen sein, die Sie einfach gegeneinander antreten lassen. Letztendlich ist Ihre Aufgabe ja eine Klassifikation in diesem Fall durchzuführen und nicht eine bestimmte Art von Modellfunktion zu evaluieren. Das heißt, Sie wollen so oder so die beste, bestgeeignete Modellfunktion finden. Das ist alles jetzt hier zusammengefasst in dieser Variable Pi, für Hyperparameter und die Frage, die sich jetzt stellt, welche Hyperparameterbelegung ist denn jetzt die beste? Fangen wir an mit der einfachen Situation wieder, die dann später wieder k-fach variiert werden kann. Wir führen ein neues Subset der Ursprungsdaten D ein. Das sogenannte Validierungsset. Wir samplen also aus unseren Originaldaten D die Trainingsdaten, wie gehabt, ein Validierungsset und die Testdaten, wie gehabt. Die verschiedenen Parametrisierungen der Modellfunktionen, die werden auf den Trainingsdaten trainiert und
Anschließend finden wir heraus, indem wir den Fehler dieser verschiedenen Modellfunktionen auf dem Validierungsset messen, was denn die Parametrisierung mit dem minimalen Fehler ist. Das ist dann Pi Stern hier. Und für diese Parametrisierung können wir dann den Test durchführen, nämlich die Evaluierung auf den Testdaten. Allerdings gibt es dazwischen noch einen weiteren Schritt. Wir haben jetzt das optimale Parameterset bezüglich der Validierungsmenge gefunden. Aber um den Fehler, den diese Parametrisierung, eine Modellfunktion mit dieser Parametrisierung in der Realität wahrscheinlich machen würde, den wahren Fehler besser einschätzen zu können, sollten wir natürlich diese Parametrisierung nochmal auf allen zur Verfügung stehenden Daten inklusive des Validierungssets trainieren, exklusive der herausgehaltenen Testdaten. Sonst würden wir diese Information hier verlieren und ob dieses Pi-Stern wirklich das Beste ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Die Wahrscheinlichkeit sagt ja, denn wir haben ja sehr viele Tests hier gemacht auf dem Validierungsset, um das herauszufinden. Aber garantiert ist das nicht. Deswegen, um das einzuschätzen, versuchen wir hier nochmal besser herauszufinden, also näher an den wahren Fehler heranzukommen. Das heißt, wir messen jetzt auf diesem Datensatz trainierte Modellfunktion mit der Parametrisierung Pi Stern für diese Modellfunktion den Holdout-Fehler auf den Testdaten und nehmen das als Einschätzung für das Funktionieren dieser Modellfunktion in der Realität. Fragen? Ja. Also das ist jetzt einfach nur, damit man das Training von den vielen verschiedenen Funktionen ein bisschen günstiger gestaltet. Ja, also das günstiger kann man nicht sagen, nein. Wir versuchen schon möglichst das Training so gut wie möglich zu machen. Wir trainieren verschiedene Parametrisierungen, das sind aber nicht die Hyperparameter. Also die Hyperparameter haben wir vorher gewählt. Das sind diese m verschiedenen Parameterbelegungen hier. Das, was wir trainieren, sind die Parameter der Modellfunktion selbst, die das Lernverfahren optimiert, den Parametervektor w. Hier machen wir sozusagen eine Art Meta-Lernverfahren, manuell, könnte man sagen. Das kann man auch automatisieren, das ist dann letztendlich ein Suchproblem, bei dem man zum Beispiel über die ganzen Hyperparameter eine Grid-Search macht. Man bildet einfach das kartesische Produkt aus den 10 Algorithmen, die zur Verfügung stehen, 10 Lernalgorithmen, 10 verschiedene Modellvarianten und den verschiedenen Lern- und nochmal das kartesische Produkt damit mit 10 Lernraten. Dann haben Sie eine ganze Menge Möglichkeiten von verschiedenen Modellfunktionen und jede wird durch einen anderen Parametervektor W minimiert. Um jetzt nicht auf den Testdaten zu optimieren, denn die Testdaten sollen uns ja eine Schätzung darüber liefern, was der wahre Fehler ist. Und wenn wir auf den Testdaten plötzlich anfangen, dieses Meta-Lernen zu optimieren, dann wird es mit höherer Wahrscheinlichkeit so sein, dass wir den Fehler dramatisch unterschätzen. Denn es kann sein, je größer ich dieses M hier mache, je mehr verschiedene Parametrisierungen für die Modellfunktion ich ausprobiere, kann ja einen ganzen Cluster zur Verfügung haben, den monatelang rechnen lassen. Hunderttausende verschiedene Modellfunktionen könnte ich durchgehen. Dann wird vielleicht irgendwann mal eine Modellfunktion rein zufällig auf diesen Testdaten gut funktionieren, aber nur auf diesen Testdaten und sonst nicht. Auch hier gibt es eine Fehlerquelle. Diese Fehlerquelle führt dazu, dass man gegebenenfalls falsche Entscheidungen trifft. Und durch das Einführen dieses Validierungssets, auf dem wir dann optimieren, versuchen wir diese Fehlerquelle bezüglich des eigentlichen Tests zu minimieren. Ja? Und dann denkt man eben, oh, man
ja, das ist eine Möglichkeit. Die Möglichkeit besteht, das kann passieren. Die machen eine Optimierung und stellen fest, huch, auf den Testdaten geht der ja doch nicht so gut. Dann muss man noch zurück. Achso, das würde man dann machen. Ja, dann würde man eventuell, und das kommt jetzt dann als nächstes, nochmal das Ganze ins Extrem treiben und das Ganze k-mal machen. Wie gesagt, man kann hier, und auch das optimiert ja nicht zur Perfektion. Wenn Sie es wirklich ins Extrem treiben wollten, dann würden Sie immer nur ein einziges Beispiel raushalten aus dem Validierung, für das Validierungsset und entsprechend n Folds aufbauen. Dann sind zwar die Verteilungen nicht korrekt, aber Sie haben jede Variante, jede Kombination, jede Teilmenge dann gebildet. Aber den Rechenaufwand dafür bei einem Datensatz von 1 Milliarde Objekte, den möchten Sie sich wahrscheinlich dann doch ersparen. Das heißt, Sie stochern hier mit dieser Art von Grid-Search ein Stück weit immer noch und weiterhin im Nebel. Sie wenden nur ein bisschen mehr Rechenpower auf, um mehr Varianten durchgegangen zu sein, weil man kann nur selten informiert entscheiden, welche Hyperparameterbelegungen denn wirklich die besten sind. Manchmal schon, manchmal gibt es viel Erfahrungswissen. Die Defaults von vielen Libraries sind häufig nicht schlecht gewählt, aber häufig auch einfach nur das Erste, was dem Programmierer damals eingefallen ist oder der Programmiererin. In diesem Fall machen wir dasselbe wieder bei der K-Fold Cross-Validation. Wir haben K-Validierungssets und bauen entsprechend K mal M verschiedene Parametrisierungen. Das heißt, wir nehmen die M-Parametrisierung und lassen sie K mal berechnen auf verschiedenen Trainingsdaten, berechnen entsprechend den Validierungsfehler, um herauszufinden, was die beste Parametrisierung im Durchschnitt ist über die verschiedenen Folds hier. Und damit berechnen wir dann eine neue Modellfunktion, die auf den Testdatensatz angewendet wird. Der Holdout-Fehler wird berechnet, wie zuvor, als Schätzung für den wahren Fehler. Damit sind wir erstmal am Ende dieser verschiedenen Schätzverfahren. Gibt es bis hierhin Fragen generell? Das ist jetzt von ganz einfach zu etwas komplizierter geworden. Diese Kreuzvalidierung, das einfach der Vollständigkeit halber, da werden Sie häufig drüber stolpern. Aber wie gesagt, wenn die Daten groß genug sind, dann reicht für einfache Experimente auch erstmal ein Trainingstest-Split, ein normaler Holdout-Fehler zu berechnen. Nochmal bitte. Sie meinen jetzt hier der letzte Schritt? Nee, wenn wir quasi den Tag nach vorhin zurückgehen, ich bin ja ein bisschen hingewiesen. Ja, wie weit? Hier. 148, genau. Wieso macht man das jetzt mit den Validierungen? Wir haben m verschiedene Modelle quasi durch diese Parametrisierung. Ja. Und wir wollen wissen, welches sollen wir jetzt nehmen? Wir können nicht alle nehmen. Lassen Sie das 100.000 verschiedene Möglichkeiten sein. Sie haben ein fettes Cluster und haben das Budget auszurechnen, welche dieser Modellfunktionen denn wahrscheinlich die beste ist. Und um jetzt nicht auf die Situation, in dieses Phänomen des Overfittings reinzukommen, bei dem Sie anfangen, die Daten, die Ihnen zur Verfügung stehen, auswendig zu lernen, müssen Sie immer noch einen Testdatensatz zurückhalten. Auf dem dürfen Sie nichts machen. Der kommt ganz zuletzt. Aber Sie müssen ja auch irgendwas hiermit machen. Und das heißt, wenn Sie einfach nur den Trainingsfehler hier optimieren auf diesen Varianten, ohne dieses Validierungsset, dann haben Sie ja eventuell auch keine gute Einschätzung dafür, ob das jetzt die beste Parametrisierung ist. Es kann ja sein, dass alle Modellfunktionen ganz gut geeignet sind, die Trainingsdaten auswendig zu lernen. Deswegen machen wir sozusagen einen In-Between-Holdout, das wir Validierung nennen. Und dieses Validierungsset dient uns dazu, unter diesen m verschiedenen Varianten die wahrscheinlich beste zu ziehen. Und ich sage es wirklich in diesem probabilistischen Denken, es ist wie in eine Urne greifen mit ein bisschen mehr Information, aber im Endeffekt kann es auch hier, wie eben schon gesagt, passieren, dass irgendeiner davon zufällig auf den Validierungsdaten gut funktioniert, aber sonst nicht. Ja?
gehen wir noch zurück. Hier ist es nochmal aufgeschrieben. Ich habe es eben auch gesagt. Für den LMS-Algorithmus müssen wir eine Lernrate einstellen. Das hat nichts mit den Gewichten zu tun, die in der Modellfunktion drinstecken. Die muss einfach eingestellt werden. Die ist statisch. Wir müssen Loss-Funktionen auswählen, Regularisierungstherme auswählen, generell unsere Modellfunktionen komponieren. Machen wir eine Basiserweiterung, machen wir keine? Wie viele verschiedene Features nehme ich denn? All diese Designentscheidungen fließen in die Modellbildungsfunktion. Haufenweise. Und Sie können sich jetzt schon ausmalen und werden es in Zukunft, wenn Sie das in der Praxis anwenden oder auch schon angewendet haben, sehen, dass es unendlich viele Entscheidungsmöglichkeiten gibt und man sehr, sehr viel machen kann, um dem Modell möglichst viel Wissen, das Sie im Kopf haben und in den Computer reinprogrammieren können, mitzugeben. Das ist ja eigentlich auch das Ziel der Modellierung. Wir wollen den Computer informieren, nicht einfach nur Brute Force suchen lassen, denn Brute Force Suche stößt schnell an Grenzen. Und um jetzt trotzdem zumindest ein gewisses Maß an Brute-Force-Suche machen zu können, weil gewisse Detailentscheidungen bei den Parametrisierungen einfach nicht klar sind. Die Lernrate macht Sinn, oder habe ich schon mal gesehen, dass sie 0,0001 eingestellt wird. Ich habe auch schon mal gesehen, dass sie 0,1 eingestellt wird. Ja, was ist es denn jetzt? Müssen wir eine gewisse Range, die Sinn ergibt, ausforschen. Und es ist ja nicht nur die Lernrate, es ist auch die Modellfunktion, es sind die Features. Das heißt, man bildet hier kartesische Produkte von verschiedenen möglichen Varianten. Das explodiert schnell exponentiell, aber wir können zumindest auf eine Auswahl von diesem kartesischen Produkt, von möglichen Hyperparametern und sinnvollen Belegungen, Spotchecks machen. Wir greifen aus diesem, das nennt man Grid Search, wir greifen aus diesem Raum der möglichen Modellfunktionen ein paar heraus auf eine systematische Weise und schauen uns an, wie gut die funktionieren. Und dafür dient diese Validierung. Nur dafür. Ja. Ist der Fehler, den wir über diese Cross-Validierung erhalten, immer genauer als der Holdout-Fehler? Nein. Da wir hier ein bisschen, die Tendenz ist eher, dass der Holdout-Fehler ungefähr gleich ist, vielleicht aber besser. Ne? Weil wir hier, wenn wir eine Kreuzvalidierung könnte, hat ein bisschen mehr den Aspekt des Overfittings drin oder die Wahrscheinlichkeit des Overfittings, weil ich halt viel mehr Tests auf denselben Daten durchführe. Man kann Varianzanalysen machen, man kann andere Sachen machen, man zieht Informationen aus den Daten raus, aber dadurch lernen sie auch viel mehr über die Daten. Und die Modellfunktion kann auch auf zufällig, aber selten in den Daten vorkommende Fehler anspringen und demzufolge das Ergebnis verzerren. Was sie bei einem einmaligen Test zufällig nicht erreicht hätten. Das heißt, das ist zumindest die Tendenz, wie gesagt, das sollte man jetzt hier auch nicht so richtig auf die Goldwaage legen, das ist mehr so das Expertenwissen, das hier drin steckt. Wenn Sie Ihren Test schwerer machen und weniger daran herumdoktern, dann haben Sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wenn das Modell funktioniert, es auch in der Realität gut funktionieren wird. So könnte man es vielleicht ausdrücken. So, jetzt gibt es am Ende noch eine kleine Sache obendrauf. Wir haben das ganz am Anfang schon gehört und auch zwischendurch in den Beispielen Spam versus Krebsklassifikation. Ich springe ans Ende, wo ist es? Da. Man könnte statt des Fehlers, der gemachten Fehler, Ja-Nein-Entscheidungen auch einfach die Kosten ansetzen, die ein Fehler verursacht. Ein nicht positiv klassifizierter Krebs im Histogramm, in der Histologie, sorgt dafür, dass ein Mensch stirbt. Die Kosten sind extrem hoch. Eine falsch klassifizierte E-Mail, die ich verliere, passiert. Die Kosten sind gering, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn Sie für Ihren Anwendungsfall für die Klassifikation oder generell für die Lernsituation eine Kostenfunktion aufstellen können oder einen ExpertInnen fragen können, was sind denn die Kosten von verschiedenen Arten von Fehlern? Was sind die Kosten, wenn ich
wenn ich ein Objekt fälschlicherweise in Klasse C1 als in C2 einsortiere oder in Klasse C3 als in C2 oder in Klasse C4 als in C5. Diese teilweisen Missklassifikationskosten von gemachten Fehlern, die könnte man versuchen zu quantifizieren mit Geld im Endeffekt. Geld, das verloren wird. Oder sonstigen Kosten, irgendeiner Kostenfunktion. Dann können Sie diese Kostenfunktion einsetzen in die Fehlerfunktion und einen gewichteten Fehlklassifikationsanteil bilden. Ja? Naja, es gibt Best Practices, das ist eine davon. Und ja, viel ist immer noch Brute Force. Man sucht natürlich nach Theorien oder man versucht auch, gerade jetzt bei neuronalen Netzen auch, sie als Objekt zum Gegenstand der Forschung zu machen und Gesetze darin zu finden. Ne? Zum Beispiel diese Scaling Laws, von denen Sie vielleicht schon mal gehört haben oder ähnliche andere Dinge. Es wird händeringend und nicht nur händeringend, sondern auch sehr intensiv beforscht, wie man das Lernen selbst verlässlicher, schneller und robuster machen kann. Aber am Ende steht Ihnen die ganze Welt an Methodik zur Verfügung, um ein Lernverfahren zu bauen. Und das bedeutet, irgendwo muss derjenige, der diese Modellfunktion baut, auch mal eine Entscheidung treffen, welche denn die beste ist. Und das geht nur mit Hilfe von solchen Evaluierungen. Deswegen kommt diesem Bereich, obwohl es hier nur eine Unit drauf verwendet wird, des maschinellen Lernens eine riesige Bedeutung zu. Das wird quasi das Häufigste sein, was Sie tun. Damit verbringen Sie die meiste Zeit, herauszufinden, ob die Modellfunktion, die Sie eventuell aus einer API schon gezogen haben, weil man implementiert ja nicht jedes Mal eine Modellfunktion neu, ob die denn wirklich gut funktioniert oder nicht. Oder den Schritt vorher, Daten sammeln, Fehler minimieren, Fehler analysieren, Daten explorieren und herausfinden, ob die gut sind oder nicht. Insbesondere dann vermeiden, dass man sich die Testdaten zu genau anguckt, auch als Mensch, weil das sein kann, dass man dann Informationen aus den Testdaten schon in die Modellierungsbildung mit reinbindet. Das heißt, das Holdout geschieht schon bei der Modellierung im Idealfall. Es ist schwierig, es bleibt auch schwierig, aber nichtsdestotrotz, für viele Probleme kann man mit diesen Verfahren eine ganze Menge gute Lösungen erzeugen.